Please enter a name for your safe game. Okay. Eigentlich müsste, darf man das nicht, darf man, man darf doch keinen richtigen Namen nehmen, oder? Wo ist hier, gibt's hier überhaupt eine Leertaste? Gibt's eine, nee, das ist zurück. Das ist keine Leertaste. Das ist, glaube ich, obwohl ist das, aber das wäre doch dann. Wait, what? Okay. Das sieht für mich eher aus wie so ein, hier, neuer Absatz. Und nicht irgendwie Backspace. Okay, dann machen wir mal. Weil da gibt's nichts daneben, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich hier noch daneben gehen kann? Ne. Machen wir einfach so. Yeah, baby. Das beste Spiel der Welt. Ich bin mal gespannt. Ich habe sogar extra die NTSC-Version besorgt. Und mit besorgt meine ich nicht aus dem Internet geladen. Ich würde auch eine Influencer-Pizza machen. Würde ich auch. Ich würde einfach, aber das Problem wäre, die könnte, glaube ich, erfolgreich werden, einfach weil sie so absurd wäre. Also jetzt nicht von den Toppings her. Wenn ich eine Pizza machen würde, würde ich eine ganz normale Diavolo rausbringen. Aber ich würde das Ding einfach so absurd scharf machen, dass das Leute sich als Challenge kaufen würden. Einfach weil ich das so gerne mag. Wenn ich eine eigene Pizza mache, dann soll das eine Pizza sein, bei der ich Schmerzen bekomme beim Essen. Das muss diesen Sweet Spot treffen. Wo es so gerade anfängt, die Augen zu tränen und so der Mund zu brennen, aber nicht zu extrem, dass du es nicht essen kannst. So, die Schärfe muss gerade anfangen, den Geschmack der Pizza zu übertünchen. Das ist eine Pizza, die ich machen würde. Keine andere Sorte, nur das. Alter! Okay, machen wir doch mal ein bisschen leiser vielleicht. Ist das unser Sonnensystem? Ich habe das Gefühl gehabt, da war die Planeten ein bisschen weiter zusammen, zu nah dran. Oh, it's legally distinct Will Smith and Tommy Lee Jones. Gentlemen, we have a situation. We just received a situation. In High Council. Chatty, aren't they? Must be paying for their calls by the nanosecond. The coordinates die of fucking Musik! Die fucking Musik! Smilwiff! Action Starship. Maximus Securitas, largest prison ship. Lommy, was ist denn? Nee, Lommy G-Tones. Was lost approximately 30 Earth years ago, following an accident that caused. Ich meine, ich gönn mir, ich hab früher oftmals mir so eine Big Pizza geholt und dann so 250.000 Scoville Schärfe da drauf dann getröpfelt. Das war immer so mein Shortcut für irgendeine scharfe Pizza. Und dann habe ich mir mehrfach danach das Auge gerieben. Mir ist das drei oder viermal passiert, dass ich dann panisch zum Waschbecken rennen musste, um mir die Augen auszuwaschen. Ja, weil du isst die Pizza und dann denkst du nicht mehr dran und dann so 10 Minuten später bist du, ich reibe mir mal irgendwie kurz irgendwas im Auge, stört mich. Ne? Du hast ja vom Schärfegrad vielleicht noch so ein bisschen haben sich die Augen mit Wasser gefüllt und dann gehst du einmal so kurz durch, denkst nicht drüber nach, wo gerade die Finger waren und bist dann. Und das ist halt, das ist in derselben WG vor allem noch, ne? Nicht einfach so über 10 Jahre verteilt, sondern in derselben WG mehrfach passiert. CST, Combat Skill Training, Options. Alter, was ist die fucking Fahrstuhlmusik?
Alter, dieses PS2-Lizenzspiel ohne echte Schauspieler hat mehr Optionen als viele andere, der vor allem so Trash-Tuesday-Titel, die ich gespielt habe. Okay, wir machen die SFX direkt mal runter. Die Musik lassen wir ballern. Weil das ist... Ja, ich glaube, da muss ich mir mal den Soundtrack zu geben. Alleine nur für die beiden Tracks, die ich schon gehört habe. Was haben wir denn bei Game Options? Difficulty, Normal und Hard. Oh! Oh! Ich liebe das immer, wenn du Vibration anmachst und dann der Controller einmal kurz vibriert. High Scores. Weißt du, komm, wir speichern direkt mal. Delete Game, okay. Ich dachte, meine Optionen müssten nochmal gespeichert werden. Was ist mein Lieblings-Alien? Sim, I guess. Invader Sim. Ich glaube, du lernst. Ich lerne generell nicht aus meinen Fehlern. Alter, das sieht. Das sieht mehr aus wie Bruce Campbell in Baba Hotep als irgendwie Tommy Lee Jones in Man in Black. Alter, das sieht mehr aus wie das Profilbild von Drill als Tommy Lee Jones. Das sieht aus wie Harada mit Blackface. Wie soll das Will Smith sein? Oh Gott. Ja, aber komm, weißt du, wenn du schon Man in Black Spiel machst, gibt's nur 5 Missionen? Oh. Sonic Adventure 2 Karte. Das könnte auch als Samuel Jackson Parodie durchgehen. Das sieht eher, also wenn, sieht das glaube ich eher aus wie so eine Ice Cube Parodie. Scum need weapons. Das ist eigentlich ein Triple X 2 Spiel. Alter, das sieht aus wie ein Ratchet & Clank Villain Pimp Daddy. Oh mein Gott. Ja, ist klar, let's kill the Pimp Daddy. Oh. Ja, putting the black in man. Spielst du irgendwann Starsky & Hutch? Wenn jemand dafür zahlt, dann auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde es aber irgendwann sowieso mal die... Hat die Xbox-Fassung nicht Lightgun-Support? Ich glaube, Starsky & Hutch ist eines von irgendwie 2 oder 3 Spielen, was Xbox... Weil es gibt eine Xbox Lightgun, eine einzige. Es gibt, glaube ich, nicht mal eine offizielle von Microsoft. Ich weiß, es gibt eine Mad Catz für die Xbox. Und es sind, glaube ich, wirklich nur so 2 oder 3 Spiele. House of the Dead 3, Starsky & Hutch und ich glaube, irgendein Silent Scope oder so. Und das war's. It's not what it looks like. No, don't tell me. It's a me, Pizza Dave. Come on. Spielst du jemals Xenoblade 2? Boah, Leute, irgendwann verbiete ich einfach. Ich banne einfach dieses Wort. What else you minding around here? Would you believe, Toast? Ich hoffe, mein Essen kommt einmal, bevor du das Spiel durch hast. Ich habe keine Ahnung, wie lang das ist. Ich meine, Lizenzspiele auf der PS2, die waren noch relativ human damals. So, da konntest du viele noch irgendwie ein paar Stunden durchspielen, aber jetzt kommen wir erstmal drauf an, wie der... So, ist es die Art von Lizenzspiel, wo du einfach relativ durchkommen kannst, so Baby-Mode? Oder ist es das, wo du... Oh mein Gott, invertierte Steuerung. Alter, warum furzt mir die Musik in die Ohren gerade? Aber ich liebe erstmal Dark Souls Combat. Okay, warte mal, wie ist... Was? Okay. Da... Ja.
drehst dich um. Kann ich auch rollen und mich umdrehen? Nee, aber ich kann danach. Aber du kannst es buffern. Das ist echt responsiv tatsächlich. Die Frage ist jetzt nur, okay, du kannst hier, kannst du ein bisschen locken? Alter, die Musik ist der Hammer. Na, wo geh ich lang, hä? Na, wo geh ich lang? Kriegst du mich? Hä? Ja, und dann triffst du sie mit der Rolle. Und jetzt umdrehen. Okay, wenn ich jetzt noch irgendwie... Kann ich so side-strafen irgendwie? Beim Schießen? Ja, so ein bisschen, ne? Aber auch nicht wirklich. Ich bräuchte irgendwie eine Art Lockern oder so. Y macht gar nichts. Nee, das war noch vor Dark Souls. Da gibt's kein L3 Lockern. Du kannst halt so ein bisschen Circle strafen. Aber dabei gehst du halt auch relativ langsam. Ich glaube, das Sidestepping und versuchen so leicht zu Circle strafen ist die beste Methode. Aber immerhin ist es ist ja keine Hitscan-Waffe, also von daher. Feeling good. Kann ich da auch durchrollen? Für die richtige Dark Souls-Erfahrung? Nee, kann ich leider nicht. Kein richtige. Die fucking Musik macht mich so fertig. Muss aber mal ein bisschen leiser, glaube ich. Ich muss leider die Musik ein bisschen leiser machen, Leute, ich weiß. Someone cooked on that soundtrack, ja, definitiv. Also Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt auch kein Turbofeuer. Kann ich irgendwie... Nee, gedrückt halten kann ich auch nicht. Mit der Dildo-Gun hier. Oh yeah, baby. Aber langsam wird's. Also wenn das Zielen so ein bisschen einfacher geht, ich meine, ich brauche jetzt keinen Lock-On unbedingt. Aber die Sache ist, dadurch, dass du auf den Face-Button schießt, ne, das ist noch die Zeit, bevor wir uns darauf geeinigt haben, Schultertasten sind fürs Schießen da. Das heißt, es ist halt jetzt sehr schwer gleich, du kannst halt nicht wirklich schießen und mit dem rechten Daumen irgendeine Kamera bewegen. Du hast auch auf den Schulterbuttons keine. Feeling good. Aber ich weiß nicht, wer sich gedacht hat, so alter Man Black Soundtrack, wir machen einfach so, we're going all in on Funk. Oh, das ist hervorragend. Ich dachte, das wäre nur so diese Zwischensequenz gewesen eben. Und dann, ja, okay, machen wir mal ein bisschen Fahrstuhlmusik im Menü. Aber das ist halt wirklich full on. Alter, was sind das für Hitboxen? Alright. Geben die mir wenigstens Kaffee oder so? Scheint irgendwie nur Collectible zu sein. Oh! Oh! Let's go! Alter, du kannst so ein Rückwärtssalto machen, dich dabei drehen. Das ist wie Agentenwende. Alter, die fucking Backflips. Oh ja, okay, es gibt auch... Okay, du hast dann tatsächlich Side-Dodgen. Beziehungsweise Side-Backflips. Es wäre nur besser, wenn ich das irgendwie auf einer Schultertaste oder so hätte. Weil das ist halt... Du machst eben mit X Dauerfeuer und mit Viereck machst du den Ausweichmove. Und du musst dann auf L1 und R1 immer deine Sidestep-Richtung wechseln. Also es geht, aber es ist ein bisschen hakelig auf jeden Fall. Also als ich eben gesagt habe, was ist das? Ratchet & Clank ist gar nicht mal so weit entfernt davon. Es ist wirklich gar nicht mal so weit entfernt von irgendwie einem Ratchet & Clank tatsächlich.
So halt noch bevor man gelernt hat, den rechten Stick einzusetzen. Das war halt noch PS2-Zeit, war noch Wilder Westen, Leute. Das ist wirklich insane, wie viel noch nicht gefestigt war zu der Konsolengeneration. Und jetzt hit him with the backflip. Okay, warte, ich habe auch andere Waffen. Wie wechsle ich die anderen Waffen? Nicht auf dem Digipad scheinbar. Okay, ich brauche, wenn ich gleich mal eine freie Minute habe oder so. Weißt du, die denken, die treffen mich. Backflip. Als das noch funktioniert hat, das war so gut. Hervorragend. Okay, hört ihr mal auf zu schießen, Leute. Ich will einfach mal gerade ausfinden, wie man die Waffe wechselt. Ja, können wir einfach mal, ja, gerade. Okay. Das ist. Ah, natürlich. Dreieck. Wer hätte es gedacht? Das sieht spaßiger aus. Es kommt, also ich kann mir halt vorstellen, dass es relativ schnell, super schnell repetitiv werden kann. Okay, das ist so. Was haben wir hier? Ah ja, okay, Shotgun. Machen wir mal ein bisschen mit der Shotgun. Alter, der fucking, dass ich mit dem Backflip tatsächlich ausweichen konnte, das war so ein... Oh, so ein Pro-Move. Oh. Oh. Ich muss, glaube ich, warten. Ah, okay, das heißt, man muss warten, bis das Schild... Ich hatte zuerst gedacht, dass das Schild wegschießen würde, tatsächlich. Ja, das ist für die ein bisschen Verschwendung, die Waffe. Aber auch mein Laser ist auch jetzt upgegradet kurz. Oh, leider, der Kaffee ist ausgegangen. Okay, tatsächlich, du bist wiederbelebt an derselben Position. Sehr gut. Also ich bin wirklich überrascht, wie arcadey das Ganze ist. Okay, bei dem Typen muss ich mir jetzt... Can't touch my backflips, though. Vielleicht probiere ich es mal mit der Waffe. Leute, könnt ihr einfach mal gerade aufhören, mir auf die Nüsse zu gehen. Okay, Leute, die über einem sind, damit zu treffen, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. Aber versuchen wir mal, den hier von hinten zu kriegen. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt, scheiße. Yeah! Feeling good. Das zählt eigentlich zu den Stylish Action Games, Leute. Basiert das Spiel auf einer wahren Begebenheit? Natürlich. This happened to my buddy Eric. Ganz normale Agentenausbildung, was hier passiert. Just another Karfreitag. Oh mein Gott, wenn ich hier stehe, dann werden einfach die Dinger sowieso... Ich habe einfach die Umgebung für mich selber ausgenutzt. Okay, jetzt kommen wir langsam hinterher. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Ich nehme mal an, es gibt in jedem Level 4 Stück davon. Würde ich jetzt einfach mal raten, weil es 4 von den komischen Dildo-Bäuchen auch in den Film gab. Ich kenne meine Man in Black Lore. Ich habe den ersten Teil letztens nochmal im Speedrun geschaut. Machen das auch andere? Ich weiß nicht, bin ich da so alleine, dass ich teilweise zwischendurch Lust habe, irgendwie so ein, weißt du, so ein Film, den ich auch früher mehrfach gesehen habe, einfach nochmal zu gucken, aber nicht komplett, sondern nur so, ich will halt bestimmte Szenen daraus sehen. Und das heißt, ich mache den dann, wenn es den irgendwie bei Netflix oder so gibt, werfe ich den gerade an. Und dann skippe ich einfach so ein bisschen durch. Dann ist es so, ah ja, nee, die Szene, die brauche ich jetzt irgendwie gerade nicht. So, ah, da kann ich irgendwie mal kurz ein bisschen auf zweifache Geschwindigkeit gehen oder so in diesen 5 bis 10 Sekunden Skips irgendwie so durchgehen. Und dann schaue ich irgendwie nochmal einen 90-Minuten-Film in 30 Minuten durch. So, ich kenn's ja eh und ich will dann meistens nur noch so bestimmte Szenen irgendwie sehen und die, wo ich so,
Weißt du, ich brauche jetzt irgendwie nicht wieder diesen Zeitplot von irgendwie der, das was so Hollywood-Filme dann irgendwie gerade in der Zeit immer gebraucht haben, ist diese, wir brauchen jetzt irgendeine Love-Interest-Sideplot oder so. Unser Protagonist muss sich jetzt wieder für Motivation in irgendein Mail oder so verknallen. Was halt meistens so scheiße irrelevant war. Und das ist dann so der Punkt, den ich in super vielen Filmen dann irgendwie beim, wenn ich die auf die Art und Weise nochmal rewatche, irgendwie so ein bisschen durchskippe. Es gibt auch Filme, wo ich dann das Gefühl habe, wo ich so denke, ich mach das jetzt auf die Art und Weise. Und dann schaue ich aber trotzdem noch den kompletten Film. Also ich war irgendwie vor ein paar Monaten, saß ich abends im Bett und hab mir auf dem Handy einfach nochmal so kurz, oh ja, ich hab Lust nochmal so ein paar Szenen aus Catch Me If You Can zu gucken. Und dann habe ich einfach 2 Stunden lang auf meinem Handy im Bett nachts den Film geschaut. Dann war ich halt wirklich, ah, Spielberg, you motherfucker, you got me. Also das ist einfach wirklich, das ist so ein Film, finde ich, der geht auch so 2 Stunden irgendwas, aber ich finde, der hat halt einfach null Downtime. Oh fuck, nein. Da konnte mich leider mein Backflip nicht retten, da bin ich direkt in die Scheiße reingezogen worden. Die machen einfach weiter. Die hauen einfach weiter auf mich drauf. Ja, dass in solchen kleineren Ecken irgendwie, dass der Gegner da spawnt, das ist ein bisschen scheiße. So, vielleicht wenn du die Spawns eher kennst, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das Spiel ist, wo ich sage, yo, das werde ich, das lerne ich für meinen 1cc-Run. Man Black 2, Hard Mode, No Death Run. So, garantiert möglich. Aber dafür müsste ich auch mit der Steuerung ein bisschen besser noch zurechtkommen. Ne, aber ich merke jetzt schon halt so, okay, das Encounter-Design. Weil die Sache ist, das ganze System, das wirkt auch so, dass es wesentlich besser wäre für hier so große offene Flächen. Oh, und damit mir die Luft abgeschnürt. Dann du bleibst dann halt ein bisschen zu lange an den gleichen Stellen, dass nochmal vorne und hinter dir die ganze Zeit die gleichen Gegner spawnen. Wenn das, glaube ich, ein bisschen, wenn das stärkeres Vorwärtsmomentum hätte, ohne jetzt hier, wir müssen den Weg die ganze Zeit suchen, dann könnte das so eine gute, modernere Version von sowas wie einem, keine Ahnung, Ikari Warriors oder so sein. Oder, Gott, wie ist nochmal das Capcom? Der Capcom, war das Gunsmoke? Das Top-Down, auch der Top-Down-Shooter mit einer Cowboy-Ästhetik. Oder war Gunsmoke das NES-Ding mit der Lightgun-Shooter-Teil? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall Commando war auch so Ikari Warrior-Style. Commando auch von Tokuro Fujiwara, dem Mentor von Shinji Mikami. Das ist auch ein Name, den ehrlich gesagt zu wenige Leute irgendwie kennen, leider. Ich meine, selbst bei Spielen oder bei Firmen, wo so, oh ja, jeder kennt diese Firma, jeder kennt zumindest diese eine, also gibt's meistens nur die eine Person, die da arbeitet. So, frag mal Leute, ob sie mehr als einen Designer von Nintendo nennen können. Da wird's, glaube ich, schon schwer. Und ich meine jetzt nicht mal irgendwelche Leute, die halt dann so, ja, okay, die halt random an dem Spiel noch mitgearbeitet haben, sondern halt wirklich so die
Lead-Designer, Direktoren teilweise waren. So, Leute denken, Miyamoto hätte 200 Spiele directed oder so. So, Leute denken, glaube ich, noch bis heute, Miyamoto hätte Link to the Past directed. Feeling good. Mario. Aber Leute kennen auch, das ist halt das Problem auch so ein bisschen also nicht nur von den Firmen, sondern auch von der Presse. Weil halt die Leute nur immer mit den Leuten reden, die dann von den Firmen selber in den Vordergrund gestellt werden. Also ich glaube, mehr Leute kennen Aonuma als den tatsächlichen Director der letzten 6 Zelda-Spiele. So, oh ja, ne, Aonuma, das ist der Zelda-Dude. Und das ist so, was ist das letzte Spiel, was Aonuma directed hat? Ich glaube, es war Majora's Mask. Ich bin gerade auch nicht sicher. Ich weiß gar nicht mehr, ob er welche Rolle er noch bei Wind Waker oder so schon hatte. Also ich glaube, mittlerweile kennen halt Leute Koizumi, weil er auch in den ganzen Directs eben stattfindet. Aber wenn dir so eine Person eben nicht vorgetragen wird, so hier, das ist diese Person, das ist der Name, dann ist es halt, dann ist es so, who? Literally who? So der einzige Grund, warum Leute fucking Reggie kennen. So, nenn mir, ich meine, okay, jetzt mittlerweile so, Leute wissen durch die gemimten Sachen, haha, lol, Doug Bowser. Aber kennen Leute irgendeinen anderen NOA-Präsidenten? Und du kennst die Leute doch nur, wenn die irgendwie große mediale Präsenz haben. Weil selbst die Spielepresse halt denen das Gefühl scheißegal ist. So dieser legendäre, was war das, IGN-Artikel, wo es irgendwie hier ein Interview mit Warren Spector, in dem er dann gesagt hatte, ja, hier, ne, viel zu viele Spiele werden irgendwie auf eine Person zurückgeführt. Und nicht die ganzen anderen Leute, die daran gearbeitet haben. Und dann im IGN-Interview war das so hier, Seth Warren Spector, Maker of Deus Ex. Aber ich kann Leuten nicht vorwerfen, dass sie die ganzen Personen oder so nicht wissen, ne? Weil du musst dein eigenes fucking Research und so betreiben. Aber der Presse kann ich das vorwerfen. Der Presse kann ich definitiv vorwerfen, dass bis heute immer noch Aonuma als der Zelda-Typ in den Vordergrund gestellt wird. Oder die ganze Zeit, in der... Ich meine... Irgendwie, wenn jetzt Keiji Inafune aus seinen Level 5-Minen irgendwie hervortritt, um wieder einen Kickstarter-Scam oder so zu starten, dann würden auch Leute sagen, oh, der Vater von Mega Man! Und das ist so, Bro, dass das irgendwelche Randos oder so nicht wissen, ist doch klar, wenn ihr das dann propagiert als fucking Fachpresse. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeinem Artikel jemals den Namen Akira Kitamura oder so gelesen habe. Immerhin ist der Typ mittlerweile auch auf Twitter, was mega geil ist. Hat sich sogar entschuldigt für den fucking Bombenraum aus Mega Man 2. Und so, ja, das war ass. Tut mir leid. Gibt scheinbar irgendeine Story dahinter. Hoffentlich erklärt ihr die mal, aber... Das war hervorragend. Ich finde das einfach schön, wenn einfach eine Person, von der, die einfach null mediale Präsenz hatte, noch nie irgendwie, auf einmal so online geht und dann mit den Fans interagiert und sagt, ja, nee, sorry, das war ass. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt ich weiß nicht, ist das die vierte Wily Stage? Oder ich glaube, es war Wily Stage 2. Da gibt's einen, in Anführungszeichen, Boss. Was einfach nur ein Feld von Minen ist, dass du alleine mit, das kannst du nur mit einer einzigen, hier, Robotwaffe. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt nochmal die scheiß Roboter aus den Mega Man-Titeln? Alter, ich bin so ein Fake-Fan. Die, Robot Master war's, ne? Robot Master. Das sind die Waffen, die du von denen kriegst. Und es gab den einen quasi Boss, den du nur mit einer bestimmten Robot Master Waffe, also einem Upgrade,
zerstören konntest, diese Bomben. Und wenn du das nicht mehr hattest, dann warst du einfach gearscht. Dann warst du einfach gesoftlocked. So, du musst wissen, dass das kommt, damit du noch genügend Energie für diese Waffe parat hast. Weil ansonsten bist du einfach gefickt. Und das ist ja auch nicht herausfordernd oder so. Da gibt's keinen Skill in dem Level oder sonst was. Das ist halt nur eine Herausforderung, wenn es darum geht, das Ganze für Speedruns zu lernen, wie die schnellste Art und Weise ist, da durchzukommen. Und dann einfach so 30 Jahre später von dem Designer, der zum ersten Mal online geht auf irgendeiner Social-Media-Plattform und dann die Frage gestellt bekommt, ja, was war eigentlich mit dem Raum los? Und also, ja, sorry. Oh. Ich wünschte, das gäbe es irgendwie öfter. Weißt du, ich meine, ich kann es auch respektieren, wenn dann irgendwie so ein Designer herkommt Jahre später und dann sagt, das ist der Raum, den wir alle gehasst haben, der war viel zu beschissen. Und einfach nur sich so 30 Jahre später meldet auf Twitter und sagt, lol, Skill Issue. Ne, das wäre so ein Itagaki-Move, so ich wünschte, ich hätte es noch schwerer gemacht. Aber ich kann es auch respektieren, ja, das war ja es. Tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Level Design, was ist denn das? Okay, warte, ich geh mal kurz. Und wir backflippen direkt wieder raus, bevor jetzt jemand kommt. Alter, die Gänge sind wirklich nicht dafür gemacht, für sowas. Feeling good. Fucking Agentenwände. Heute ist der. War nicht schon Ewigkeiten der. Ah, nee, es war wirklich. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, haben die in England irgendwas so wie Karfreitag? Ich habe keine Ahnung, wie es bei denen aussieht. Ich meine, England sowieso voll weird. Bei denen ist ja auch Weihnachten, ja, wir ziehen uns einfach alle Pappkronen auf. Und essen das nasseste Essen der Welt. Oh mein Gott, die haben einfach die... LOL! Die haben einfach die fucking Treppe. No, no stairs for you. Gott, Alter. Wieder so behindertenunfreundlich, die ganzen Aliens hier. Einfach die Treppe entfernt. Einfach dystopisches Urban Planning hier. Jesus Christ. Alter, mein Daumen. Du musst halt, es gibt halt kein Dauerfeuer, ne? Ich möchte das nochmal hervorheben, dass es kein Dauerfeuer gibt. Ich habe das Gefühl, ich spiele Silver Surfer auf dem NES gerade. Ich muss mir mal so einen Turbo-Controller für die PS2 kaufen. Big Ben Second Player Controller in 2024, let's go. Oh, wird Zeit den Madcats, jetzt wird's, wenn's ernst wird, Leute, dann wird's Zeit den Madcats auszupacken. Okay, kann ich da hin? Alles klar, sehr gut. Spielst du heute noch die Stellar Blade Demo? Alter, ich wusste bis gerade, dass du erwähnt hast, nicht mal, dass eine Stellar Blade Demo existiert. ich meine, ich könnte... Wie groß ist die? Wie groß ist die? Ich meine, wir könnten nach Man Black, je nachdem, wie viel Zeit oder so noch ist. Oder wie ich mich fühle. Alter, kann ich wenigstens runterspringen? Nee, kann ich natürlich nicht. Die haben mich in meinem Backflip gehapert. So, jetzt aber. Backflip für Style Points erstmal geholt. Jetzt weiß ich auch, warum es nur 5 Stages gibt, weil die sind einfach 6 Jahre lang. Ich glaube 16 Gigabyte, ja, da muss ich mal gucken. Weil ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Deswegen, da finde ich dann Demos oftmals so eine Zeitverschwendung. Weil das so Inhalte, die ich dann eh nochmal spielen werde, ist so die Frage. 16,23. Vielen, vielen Dank für die Genauigkeit. Björns Daumen sieht nachher aus wie Arnies Bizeps. Machen auch genauso Geräusche. Weapon Bonus. Bonus Multiplier mal 1. Der hat mir ja viel gebracht. Oh geil, meine ganzen Punkte werden mal 1 genommen. Woo!
Warum ist Karfreitag bei euch ein Feiertag? Wegen euch kommt meine Grafikkarte erst am Dienstag oder Mittwoch. Deutsche, wenn sie 2 Tage am Stück nicht einkaufen gehen können. Du kannst den Safe übertragen, ja, aber dann ist die Demo von der Demo bis zum fertigen Spiel ist dann wieder so lange hin. Und wenn das Spiel dann rauskommt, dann denke ich mir, jetzt kann ich auch nochmal von vorne anfangen. Ich finde, diese Demos sind nur sinnvoll, wenn das Spiel schon da ist und du dann sagen kannst, okay, ich möchte jetzt mal ausprobieren, ob das Spiel gut ist. Und dann habe ich jetzt so eine, ne, wie so Square Enix das machen. Und dann kannst du dann so 2-3 Stunden die Demo anspielen. Und dann so, oh ja, okay, finde ich gut, dann kaufe ich das jetzt. Ne, vor allem so, ne, wenn du das dann digital oder so holen kannst. Dann kaufe ich das jetzt und kann dann eben direkt weiterspielen. Ja, die fucking Musik, they don't miss. Das ist ja insane! Alter, da hat jemand den Luigi's Mansion Soundtrack gehört und gesagt, das kann ich auch. I'm gonna steal all of your IDs. Ideas, nicht IDs. Alter, ich hab... Oh! Ja, wenn die Bassdrum einsetzt, dann weißt du, dass es losgeht. Okay, kann ich hier unten noch irgendwie? Also kann ich da rein backflippen? Warte mal, gab es hier eigentlich die Twin Towers noch? Ich meine, von wann ist Man in Black 2 nochmal? Es gibt auch diese eine Episode bei der Cartoon... Alter, die Cartoon-Serie, das beste Intro aller Zeiten. Also das ist wirklich arschgut. Das, also die Animation daraus und eben auch die Musik aus der Animationsserie. Und es gibt eine Folge, wo sie mit einem Zeppelin auf die Twin Towers zurasen. Oh. Das ist einfach so ein fucking Kojima-Moment, wenn du die Zukunft vorhersagst. Alter, ich habe jetzt schon Angst, Death Stranding 2 zu spielen, weil garantiert alles, was in dem Spiel vorkommt, wird, also nicht alles, aber es wird garantiert wieder Dinge geben, wo du dann 2-3 Jahre später sagst, oh ja Gott, vorhergesagt. Obwohl bei Death Stranding 1 waren es 2 Monate oder so. 2-3 Monate. Das war wirklich insane. Du hast so Death Stranding gespielt und warst so, haha, lol, ja, guck mal, wir müssen alle irgendwie, die Leute müssen in irgendwelchen Bunkern zu Hause bleiben und das Wichtigste sind Leute, die miteinander verbinden und Pakete durch die Umgebung tragen. Und das Spiel ist im Dezember, nee, was war das, November oder Dezember 2019 rausgekommen. So, wie fucking prophetisch willst du sein? Ich mag diese Serious Sam Kamikaze-Leute nicht. Ja? Die gehen irgendwann aber aus, oder? Ist ja nicht so, ich muss da keinen Spawnpunkt oder so kaputt machen. Warte mal, da muss ich da irgendwie drauf schießen. Okay, wenn ich so stehe, dann trifft mich nichts. Ich glaube, es kann sein, dass ich den Spawnpunkt irgendwie. Ja, ich muss die. Okay. Ein bisschen Spawnpunkt kaputt machen. Huh! Oh, jetzt kommen die hier noch raus, die Arschbacken, natürlich. Boah, Alter, diese Fliesenleger hier, jetzt geh mal weg da. Lass mich in Ruhe. Alter, Streamer, wenn Leute ihre Adresse rausfinden und die ganzen Pizzaboten geschickt werden. Ich wollte mich doch jetzt garantiert verarschen. Ja, genau, siehst du? Ich wusste es. Ich hab's schon geahnt. Ja, so 2 Collectibles im Offenen nebeneinander, obwohl ich noch durch den halben Container-Level durchgehen muss. Ja. Da rieche ich den Ambush doch. Jetzt komme ich schon mit roten Kanistern. Okay, der wird irgendwann auch aktiviert gleich. Ich muss aufpassen, wo die Levelgrenzen sind vor allem. Ich meine, ich mag aber, dass du so ein bisschen auch so drauf zugehen kannst, ne, so für Risiko und dann kannst du dich dann schnell umdrehen. Das hat so ein bisschen was von diesen,
Geometry Wars ringen. Ja, das ist eigentlich ganz gutes Design. Also ja, es ist ein bisschen zu repetitiv. Die Level sind zu lang. Also wenn du halt, das ist das Problem, weil so ein richtiges Arcade-Spiel, das ist halt dann auch maximal eine, so ein gutes Arcade-Spiel ist so 45 bis 60 Minuten. Das ist so der Sweet Spot, ne? Damit du dann auch das Ganze, dann hast du einen hohen Level an Variation. Es ist darauf ausgelegt, immer und immer wieder durchgespielt zu werden. Du kannst dann auch da den Schwierigkeitsgrad ganz gut anziehen, um mal halt zum Beispiel so 1cc-Runs interessant zu machen. Aber wenn du sowas als Vollpreisspiel verkaufen möchtest, oder beziehungsweise selbst als so einen, ich weiß keine Ahnung, was das gekostet hat damals. Die PS2 hat ja tatsächlich noch Retail-Budget-Titel gehabt, die irgendwie für 20 Euro angeboten wurden zum Start. Wer immer diesen Backflip erfunden hat, wer immer gesagt hat, wir machen einen Backflip in das Spiel rein und ich kann danach eine Agentenwende machen, Kuss auf die Nuss. Wirklich. Ich möchte einfach dieser Person einen freudigen Brief schreiben. Und sagen, du hast wirklich was im Leben, du hast was im Leben von Leuten verändert. Du solltest einen GDC Lifetime Award bekommen. Ich meine, ja, ne, okay, Yoko Shimomura, auch ganz nett, ja, ne, diverse 10 von 10 Soundtracks gemacht, aber die Person, die den Backflip in Man in Black 2, Alien Escape, also mindestens auf einer Stufe. Vielleicht nicht so kulturell relevant, aber da sollten wir auch nicht immer nachgehen, finde ich. Okay, wo seid ihr? So silly. Oh, das ist tatsächlich ein Spawnfeld von denen. Okay, alles klar, dann machen wir das mal. Ja, dieser Soundtrack, das ist der Hammer. Das ist so... Weißt du, Leute, die in solchen Spielen... Egal woran sie arbeiten und sie machen einfach Hammer-Soundtracks, das ist so Tom Follin-Style. Weißt du, das ist zum Beispiel der Typ, der diesen legendären Pictionary-Soundtrack gemacht hat auf dem NES. Der auch den Soundtrack von Plock gemacht hat. Wo es einfach egal an was der Typ gearbeitet hat, und das waren oftmals Lizenzspiele, das waren oftmals so Sachen wie irgendwie Silver Surfer, wie Flintstones, es gibt glaube ich einen... War das nicht irgendwie so ein unreleased Green Lantern-Spiel oder so, wer auch den Soundtrack für gemacht hat? Und es ist einfach jedes Mal 10 von 10. Jedes Mal. Und genauso fühlt sich das auch hier an. Einfach Leute, die, egal an welchem Spiel sie arbeiten, auch so beim Soundtrack immer so 10 von 10 machen. Für die ist so ein. Einfach so ein separater VIP-Platz im Himmel reserviert. Das ist so, ja, ne, okay, alles klar, was haben sie denn so am Leben gemacht? Oh, sie haben den Man in Black 2 Alien Escape Soundtrack gemacht? Ja, kommen sie direkt durch. Ja, die paar Hate Crimes, die können wir auch dann entschuldigen nebenbei, das ist kein Problem. Die streichen wir einfach aus dem Report raus. Darf ich sie einmal in die VIP-Area bitte weiterleiten? Hervorragend. Die Aliens hören sich beim Sterben an wie Katzen, die dich anschreien. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts wahrgenommen. Das eine Spiel, wo Leute wirklich wie Katzen klingen, wenn sie getroffen werden, ist bei Resident Evil 4. Zumindest wenn sie entflammt werden. Wenn du eine Person anzündest in Resident Evil 4, ne, zum Beispiel, wenn sie eine Fackel in der Hand haben und du auf die Hand schießt, dann ist das ein, ich glaube, ein Panther-Geräusch, was abgespielt wird. Ich meine, es wäre ein Panther gewesen. Das ist auf jeden Fall irgendeine Großkatze. Kann auch sein, dass es irgendwie ein Gepard oder sowas war, aber ich meine, es wäre ein Panther gewesen. Als VFX. Das generell, ich muss auch sagen, so
Foley auch in Videospielen, also gerade was so die Effekte von Treffern oder so Gegnergeräuschen und sowas geht, das ist viel zu underrated oftmals. Das kann so einen immensen Effekt auf das ganze Spielgefühl haben. Das ist immer so, wenn du es siehst in den Spielen, dann merkst du es auch unterbewusst. Ne? Selbst wenn du jetzt nicht irgendwie drauf kommst, dann so, ja, das ist jetzt deswegen so geil, weil irgendwie die Soundeffekte das und das machen. Aber das ist, glaube ich, einfach etwas, das alle Leute zumindest immer merken und mitbekommen. Und wenn es dann fehlt, dann bist du so, das fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Thank you. Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist auch ein Großteil, warum sich Helldivers so gut anfühlt. So, das Sounddesign in Helldivers ist muah. Jede Aktion, den du machst, alles, was du irgendwie abfeuerst, triffst, schießt, auf den Boden fällt, ist so das Maximale. Okay, jetzt muss ich wirklich tatsächlich gucken. Kann ich hier... Okay, jetzt müssen wir ein bisschen drauf gehen. Und dann, oh, die Rolle. Hervorragend. 10 von 10 Movebjörn. Sind jetzt hinter mir gespawnt, neue? Nee, okay. Scheiße, das war nicht der Backflip. Ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen für keinen Backflip. Okay, Lebensenergie. Die Sache ist aber auch, ist das jetzt tatsächlich der zweite Level oder ist das der zweite Teil von Stage 1? Weil visuell hebt es sich nicht wirklich ab, da ist immer noch, ich meine, ich bin immer noch bei diesem komischen Boss unterwegs. Ja, gerade wenn du es, weißt du, gerade wenn du es so in Stufen 1, 2, so 1, 1, 1, 2. Oh. Das müssen wir auch mal wieder zurückbringen, Leute. Das müssen wir einfach mal... Wir brauchen wieder so eine Levelstruktur in Akte unterteilt. Wir brauchen wieder mehr Spiele, die sich an dieser Arcade-Struktur orientieren und ihre Level wirklich so Akt 1, Stage 1. Das ist so 1-1, 1-2, 1-3. Da brauchen wir einfach wieder mehr von. Ich weiß gar nicht, was das letzte... Also... Was war das letzte Spiel, was das wirklich hatte? Also jetzt auch, dass jetzt nicht unbedingt ein Arcade-Spiel war. So, das, was mir einfällt, ist Shadows of the Damned. Das hatte diese Struktur. Und du hattest ja auch so eine Arcade, du hattest ja so eine Ghost and Goblins Levelkarte als Übersicht auch. Das finde ich auch. Das sollten einfach wieder mal mehr Spiele machen. Diese Ghost and Goblins Übersicht ist so geil. Weißt du, du kriegst dadurch so einen kleinen Hinweis darauf, wie der nächste Teil der Karte aussehen könnte. Einfach nur, weil du dieses Oberwelt-Symbol hast. Und dann kannst du dir schon ein bisschen was vorstellen. So, oh, das ist irgendein Eisgebiet oder das ist irgendwie das und das. Und diese Landmarks könnte es da irgendwie geben. Und dann kannst du dich immer schon so ein bisschen drauf freuen, vorbereiten. Und hast du selber schon so eine kleine Vorstellung im Kopf davon. Und dann bist du endlich da. Und so, oh, das habe ich jetzt seit einer halben, nach, keine Ahnung, 2-3 Stunden gesehen. Und jetzt bin ich endlich da und dann sieht das so aus. Ich meine, es ist so ein bisschen so ähnlich, da gab es irgendwie einen Namen für, zumindest wie Naughty Dog das nennt, dass du im Hintergrund die ganze Zeit so ein Gebäude siehst, auf das du dich so Stück für Stück langsam hinarbeitest. Warte mal, wo kam ich her? Einfach alles so gleich aus. Ich weiß nicht mal, aus welcher Richtung ich kam, aber hier ist der einzige Weg, den ich lang gehen kann. Und an sich ist das ja nichts anderes als diese... als so eine erweiterte Form von so Ghosts and Goblins. Warte mal, where the fuck am I? War ich hier nicht schon? War das hier mit dem Zug? Oh, sieht einfach alles so gleich aus. Oh, Zuglevel, komm bitte, Zuglevel. Zuglevel immer gut. Für Style-Punkte. Hätte eigentlich mit einem Backflip machen müssen. Hätte eigentlich mit einem Backflip runterspringen müssen. Maxi, vielen Dank übrigens für das Abo. Vielen Dank. Dahin zu siechen.
Ja, du, ich, gute Besserung auf jeden Fall weiterhin. Dich scheint es ja ganz gut mit der Grippe irgendwie erwischt zu haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob du den gleichen Scheiß-Virus hattest, den Yannick und ich auch abgekriegt haben. Oder ob einfach noch ein weiterer gerade rumgeht. Ich meine, ich hatte zum Beispiel gar keinen. Ich hatte so, glaube ich, einen Tag lang ein bisschen Fieber. Aber ich muss auch sagen, so am Build different. Ich habe ein gutes Immunsystem. aber bei mir hängt ja immer noch so ein bisschen. Obwohl, da fällt mir gerade auf, ich habe heute, glaube ich, noch gar nicht gehustet. Das scheint auch so langsam endlich wieder wegzugehen jetzt komplett. Aber ich kenne das auf jeden Fall, wenn du so mittendrin bist. Du fühlst dich an, als ob es irgendwie schon. Du bist eine Woche krank und es fühlt sich an, als ob es 6 Jahre wären. Und du hast das Gefühl, das wird. Alter, das ist jetzt mein neues Leben. Ich habe jetzt einfach 40 Jahre Fieber. Das war's jetzt. Absoluter Musik-King für Lizenzspiele ist Alberto José González, der unter anderem die viel zu gute Musik für Ottos Ottifanten für Gameboy gemacht hat. Das muss ich mir mal ansehen. Der Name sagt mir gar nichts. Der Name sagt mir wirklich gar nichts. Hast du noch andere? Mickey, hast du noch andere Titel, die der gemacht hat? Weil das Ottifanten-Spiel habe ich nicht gespielt. Ich weiß. Absoluter Kulturverweigerer mal wieder, Björn. Aber ich habe das Ottifanten-Spiel, ich habe mir letztens für sowohl den Super Nintendo als auch Mega Drive die Version davon runtergeladen. Ich habe zumindest die TV-Serie damals ein paar Folgen gesehen. Ne, immerhin. Deutsche Leitkultur. Laut meinen Eltern geht gerade was richtig Beschissenes herum. Leute fallen links und rechts aus und manchmal auch für 2 Wochen. Also ich meine, es kann sein, dass es das Ding war, was wir auch hatten. Bei uns ist es halt hauptsächlich ein Atemwegserkrankungsvirus. Ich meine, du kannst natürlich auch von jedem Virus, ne, ist halt Grippe an sich, Erkältung. Kannst auch Fieber kriegen, aber bei uns war es halt wirklich so mehr auf die. Deswegen war so das prävalenteste davon auch das Husten bei uns beiden. Obwohl es bei Janneke halt deutlich schlimmer war. Then again, I'm built different. Ich war halt nur wirklich immer überrascht, als du auch erzählt hattest, dass du dafür Antibiotika bekommen hast, weil ich das einfach. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Antibiotika genommen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe das noch nie verschrieben bekommen. Und ich kenne auch Leute aus der, die auch so einfach in der. So, ja, ich kann heute Abend nichts trinken, ich bin noch auf Antibiotika. Und ich so, du hast doch einfach nur eine Erkältung gehabt. Warum hast du Antibiotika verschrieben bekommen? Für einfach eine Erkältung oder so? Und dann hörst du von Leuten, deren Immunsystem komplett zerfickt ist, weil sie einfach viel zu viel Antibiotika geschluckt haben jedes Mal. Und ich habe halt auch ehrlich gesagt keinen Bock, wenn ich so eine fette Lungenentzündung mit irgendwie 70 oder 80 haben sollte und mein Immunsystem kann das nicht mehr handhaben. Und dann ist es so, ja, sorry, sie sind einfach gegen alle Antibiotika, die wir ihnen geben können, sind sie immun mittlerweile. Oder beziehungsweise die Bakterien sind dagegen immun geworden oder so ein Scheiß. Aber ich meine, als Kind kannst du auch, also, da hätte ich es auch natürlich geschluckt, wenn ich das bekommen hätte, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Antibiotika irgendwie bekommen. Also selbst nicht bei der, ich hatte eine Grippe, die hat mich halt echt dahin gerafft. Also eine Grippe, da war ich wirklich für 2 Wochen, ich bin fast nicht aus dem Bett aufgestanden. Ich bin nach einer Woche aus dem Bett aufgestanden und musste mich sofort wieder hinlegen, weil mir schlecht geworden ist. Mir ist einfach so schwindelig geworden, dass ich länger als 10 Sekunden aufrecht stand, dass ich sofort wieder ins Bett gehen musste. Und ich glaube, was ich gekriegt habe, war, keine Ahnung, Paracetamol oder so. Alter, als Kind jedes Mal Antibiotika bekommen. Nee, ich habe einfach damals Dreck gegessen auf dem Spielplatz. Ja, ich meine, plötzlicher Tod ist tatsächlich auf sehr vielem drauf. So, plötzlicher Tod ist auch bei meinen ADS-Medikamenten steht das drauf. Bro! Okay. Okay, warte mal. Das hat längere Range. Dann nehmen wir mal das Ding hier. Weil die Shotgun hat nicht. Die Range von der Shotgun ist nicht lang genug.
Oh, und der Backflip am Ende noch. Und jetzt. Oh, Dark Souls, eat your heart out. Oh, die iFrames, die Dodge Roll, baby, let's go! Ich glaube, ich muss tatsächlich auch die Waffe wechseln. Okay. Boah, komm schon! Okay, die andere Waffe noch, Nein, oh, Backflip! Okay, Backflip hab ich gerettet. Oh, das B in Agent B stands for Backflip. Alter, meine fucking Finger sind so müde. War's das oder noch eine Phase? Kommt jetzt so Ninja Gaiden 2 Turtle Moment und ich muss irgendwie die Atomexplosion am Ende noch blocken, bevor ich drauf gehe. Cheap Xylon Junk, I should have bought Redakian. With the powers vested in me as an agent of the MIB, I hereby place your reptilian butt under arrest. Okay, send in the cleanup crew and tell them they're gonna need a jumbo-sized can opener this time. Ich meine, es gibt ja legit Fälle, wo du halt Antibiotika brauchst. Weißt du, wenn du halt so einen bakteriellen Infekt hast oder so, dann dafür ist es halt auch da. Antibiotika, von der ich jedes Mal fast kotzen muss. Sind die so groß, die Dinger? Das ist der Vorteil, wenn man sich als Kind einfach schon sehr viele Sachen in den Mund und auch weiter reingesteckt hat, dann. Dann öffnet sich das irgendwann. Turns out our uninvited guests have been acquiring some property. Pleasant View Nuclear Station. Shut down years ago for nice. Safety reasons, but according to our satellites, it's back. Oh, Leute, vom einen Industriegebiet in das nächste. Let's go. Ich habe einen recht empfindlichen Hals, Björn. Würgereflex halt instant da. Boah, das ist. And they've got a list of offenses longer than a Brnogian's third arm. Bring them in or toast them trying. But one more thing. Grok mentioned Zarnak, then clammed up. Ich meine, ich habe mir meinen mal eine Zeit lang ziemlich kaputt gemacht. In einer Phase, in der ich sehr wenig gewogen habe, vielleicht finden da Leute so einen Zusammenhang raus. Aber ja, deswegen habe ich da. Das Einzige, was mich instant zum Würgen bringt, sind gewisse Lebensmittel. Das ist halt wirklich so, wenn ich jetzt eine Tomate beißen würde, würde ich instant Würgereflex haben. Ist einfach sofort da bei den Sachen. Aber ansonsten habe ich mir den, glaube ich, ziemlich kaputt gemacht. Okay, kid, time to go to work. How come my work always involves bug-eyed monsters with guns? Stay in the job as long as I have, then you can handle the important stuff. So what do you be doing? Monitoring the core, coordinating backup. Alter, was ist das denn? Was ist das denn für ein Space Invaders Version? Beat my high score while you're coordinating that backup. Das Einzige, was mich instant zum Wirken bringt, ist AI Art. Oh. Wenn Mickey sich im Restaurant verschluckt und dann so, schnell, schnell, irgendjemand, hat jemand mit Journey parat? Wir müssen sie zum Übergeben bringen, los. Hier geht zum Leben. Und dann einmal auf die deformierten Hände geguckt oder so. Oh, Gott sei Dank.
Das eine Mal, dass dir ein AI-Bro oder so das Leben retten könnte. Heimlich-Manöver, aber es ist mit AI geschrieben. Bürgerreflex einfach abtrainiert, ja. Ich würde bei mir sagen, es war nicht das Ziel. Es ist einfach nur so, dass wenn man den eine Zeit lang regelmäßig triggert, dass man automatisch eine gewisse Resistenz aufbaut. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob ich es in letzter Zeit nochmal großartig probiert hätte, wie stark das noch der Fall ist. Aber ich habe zwischendurch trotzdem immer mal wieder Lust, wenn ich irgendeine Banane esse, dann zu gucken, kriege ich das ganze Ding in den Mund rein? Und zumindest wurde es dadurch noch nicht irgendwie hervorgerufen. Let's go. Throat Goat, ja. Kommt demnächst auch in die Bio rein. Oh, schön. Ich muss sagen, hier der Score ist ein bisschen reduziert gerade. Ist nicht verkehrt, was gerade läuft, aber... Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht will man das Ganze noch mal weiter aufbauen. Soll ein Green Level. So wird Mountain Dew hergestellt, Leute. Kann ich da hoch? Hier, ne? Nee, kann ich nicht. Er ist nur das Problem, wenn du halt in so einer Ecke irgendwie drin bist und dann relativ schlecht an den Gegnern vorbeirollen kannst, ne? Weil du nicht einfach durch die Modelle hier klippen kannst, selbst mit einer Rolle. Bei einem Sprung, das ist immer ein bisschen blöd. Plus, ich glaube, hier bleiben auch die Schüsse an dieser Reling irgendwie hängen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Okay, wo geht's lang? Okay, einfach mal lang gehen. Ja, gegen die Backflips kommt er nicht an. Das ist das, was die Aliens immer überfordert. In Science war es Wasser. In Man in Black waren es die Backflips. Guck's dir an. They could never. Ja. Ich müsste Science tatsächlich nochmal sehen. Weil ich kann mich heute auf jeden Fall von dem CinemaSins Brainrot lösen. Nicht irgendwie so den ganzen Film nur deswegen zu diskreditieren, weil Leute, die kommen auf einen Planeten, der 70% mit Wasser gefüllt ist und sind gegen Wasser allergisch. Wie dumm sind die denn? Also ich glaube, davon könnte ich mich heutzutage lösen und den Film mehr für das nehmen, was er als so ein Suspense-Thriller irgendwie aufbaut. Aber ich habe den halt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Geruchsempfindlich, das Würgereflex. Das kann ich aber verstehen. Bei mir ist es eher, es gibt Sachen, da wird mir schlecht. Also nicht, dass ich da irgendwie einen Würgereflex oder so hätte, sondern da wird mir einfach übel. Das liegt halt vor allem Sachen, ne, ich glaube, das kennen aber auch sehr viele Leute. Wenn du irgendwas hast, bei dem dir schon mal schlecht geworden ist, ne, bei irgendwas... Da musstest du dich, du hast irgendwie zu viel davon gegessen oder du hast irgendwas. Zum Beispiel bei meinem Vater ist es, es war nicht Fondue, sondern es war Raclette oder so. Mein Vater kann, also wir hatten tatsächlich an Weihnachten Raclette und das war dann so ein bisschen ein Risikofaktor. Aber scheinbar hat es ganz anders gerochen als das, was er normalerweise kannte. Weil er sich irgendwie... so eine halbe Lebensmittelvergiftung mal zugezogen hat oder so.
Und ich kenne das halt, ich kann so bestimmten Alkohol nicht mehr trinken. Was aber vollkommen gut ist, weil das eh so plörriger Pissalkohol ist. Also quasi alles, was an so, so süßer Scheiß. Ne, das, was halt so auf beim Dorfkarneval getrunken wird die ganze Zeit. Sowas kann ich. Gerade wenn das so in so eine Erdbeer-Kirsch-Richtung geht, alles, was so rote Früchte-Richtung gehen soll, das kann ich. Wenn ich das schon rieche, dann wird mir halt instant übel, weil ich mich einmal, als ich 16 war, mit dem ganzen Zeug so zugekippt habe, dass ich dann, glaube ich, mich um 1 Uhr nachmittags oder so hingelegt habe. Und dann bin ich einfach kotzübel aufgewacht, so mitten in der Nacht, und musste mich irgendwie mehrfach übergeben. Und seitdem kann ich das einfach nicht mehr ertragen. Aber es ist eh Plörre, also von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Es wäre, glaube ich, tragischer, wenn es irgendwas wäre, das ich tatsächlich mag. Muss ich die Dinger kaputt machen hier irgendwie? Ich meine, ich mach mal die ganzen PCs kaputt, auf denen Hackerman gemacht wird, aber... Oh, das ist eine... Oh, das ist eine fucking Tür. Oh, of course. Of course. Natürlich. Natürlich ist das eine Tür. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Aber damit kann ich vielleicht interagieren. Bro, lass mich doch mal kurz in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach in so einem Raum Gegner spawnen. Das geht wirklich nicht. Was ist denn da kaputt? Du kannst doch nicht so ein Level-Design machen und dann einfach irgendwelche Nahkämpfer dahinstellen, die auch noch Ewigkeiten an Munition fressen. So, jetzt hole ich aber die großen Kaliber hier raus. Die ihr jetzt weggestrahlt werdet. Ich habe kaum noch Lebensenergie. Ich habe zumindest noch kein Level verloren. Aber ich habe auch keine Lebensenergie mehr. So, die Frage ist jetzt, welche Tür haben sie aufgemacht? Irgendeine Tür ist aufgegangen. Ah, die ist aufgegangen. Sehr gut. Same bei... Ja, bei Jägermeister fände ich es auch nicht. Bei Jägermeister wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie ein gutes Getränk wäre, aber es ist halt etwas, das sehr oft dann irgendwo noch mit ausgeteilt wird. So eine gute Freundin von mir kann zum Beispiel, ich meine, die trinkt jetzt eh kein Alkohol mehr, beziehungsweise kann auch kein Alkohol mehr trinken. Aber bei ihr war es dann eben jegliche Form von Tequila und das fand ich dann halt schon scheiße. Also wenn du einfach nur so plörrigen Tequila nicht mehr trinken kannst, okay, aber wenn du gar keinen Tequila dann mehr trinken kannst, nee. Also ich stelle mir das vor, wenn du mit dir mit Essen irgendwas Geiles so mit kaputt machen würdest. Alter, stell dir mal vor, du könntest einfach keine... So jedes Mal, wenn ich irgendwie überbackenen Käse rieche, wird mir schlecht. Egal auf was. So kein Auflauf mehr, keine Lasagne mehr, keine Pizza mehr. Boah. I gotta kill myself. Also das ist doch... Weißt du, weil selbst mit Laktoseintoleranz kannst du halt irgendwelche Pillen nehmen. Oder... Kann ich den kaputt schießen, ja, ne? Kannst du irgendwelche Pillen nehmen oder einfach den... Nimm einfach den scheiß Durchfall in Kauf. So, da kommt das Problem später. Aber wenn du es einfach literally nicht mehr essen kannst, weil dir irgendwie sofort schlecht wird... Boah. Ich glaube, da würde ich dann tatsächlich anfangen, so mit Exposure Therapy. Sondern ich zwinge mich jetzt dazu, das wieder zu essen. Tequila ist doch eklig, ja, weil du halt meistens einfach nur Plörre trinkst. Das ist halt die Sache. Das ist wie mit Wodka. So, das meiste, was Leute kennen, ist halt so 2 Euro Wodka aus dem Aldi, den man dann mit irgendwie Orangensaft ertragbar machen muss. Aber wenn du guten Wodka trinkst, schmeckt das tatsächlich angenehm. Und du hast auch nicht so einen... Du hast bei gutem Wodka hast du zum Beispiel auch nicht so einen ekelhaft brennenden Nachgeschmack oder so. Und bei Tequila ist das ebenfalls... Tequila ist das genauso. Wenn du guten Tequila... Ich meine, du musst es nicht mögen. Das ist bei jedem... Das ist bei allem harten Alkohol so. Auch wenn du einen guten Whisky oder Scotch oder so trinkst. Zum Beispiel, ich bin auch jetzt überhaupt kein...
kein Fan von solchen Sachen. Aber das ist auch zum Beispiel der Unterschied, ob du einen guten oder einen schlechten Rum trinkst oder so. Es ist halt nur wieder vor den Leuten vorbehalten, die es sich leisten können. Ich meine, die meisten Leute trinken auch einfach das grausigste Bier auf Erden. Und sind so, ja, natürlich, das 80% der Sachen, die auf dem Markt sind, sind von denselben drei Brauereien. Oh, das feiere ich. So, Leute sagen, sie trinken gerne Bier und trinken einfach nur das Regionale, was sie immer schon getrunken haben. Und haben nie was anderes ausprobiert. Einfach so picky Alkoholiker. Weiß ich auch nicht. Ich hatte auch einen Arbeitskollegen, der hat einfach auf jedes Mal, wenn es irgendwo Bier gab, war es, nein, wir müssen hier das aus der, wir müssen irgendwie, ich trinke nur Stauder, sonst gar nichts. Das ist so, Alter. Das ist wirklich so die Bierversion von Leuten, die nur Chicken Nuggets essen. Die einfach nur Chicken Tendies, sonst kann ich nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehe. Das ist auch wirklich kein Level-Design für diese Spielmechanik. Aber ich habe jetzt gerade Lust bekommen, Piano 3 nochmal zu spielen. Das kannst du auch aber, so Piano 3 kannst du auch einfach mal so als Stream-Segment durchspielen. Oh, gute Cola. Das ist einfach nur Cola. Ich finde, die sollten sich immer noch die Mühe geben, es noch irgendwie umzubenennen. Ich finde, wenn du schon so eine Fake-Cola machst, dann nimm noch irgendeinen Namen dazu. Am besten einen, der total absurd klingt. So, wie hatte das bei... Wie war das nochmal bei Wanted Dead mit Depsy? So, Depsy ist doch voll geil! Nenn einfach deine Fake Pepsi Depsy. Instant Win. Okay, war ich jetzt hier schon drin? Ich meine, es ist immer die alte Videospielregel, wo Feinde auftauchen. Wenn Feinde auftauchen, bist du da richtig? Die ist vollgeladen, die Waffe. Ich weiß nicht, ob das in den nahen Räumen irgendwas bringt, aber machen wir einfach mal. Okay, jetzt kann ich hier nochmal die Treppe hochgehen. Okay, ich glaube, ich bin richtig. Ich bin auf einem neuen Stockwerk. Ich hoffe, das war jetzt auch das letzte Stockwerk. Ich kann die Fässer nicht mal zum Explodieren bringen. Ich muss einfach alles töten und dann warten, bis ich sie explodieren lassen kann. Ich wechsle einfach mal wieder auf die Waffe. Ja, genau. Fox Populi. Genau das. So, wenn du dann, vor allem, wenn auch dir jemand das dann richtig beibringen oder mal erklären kann. Ich meine, das ist auch bei Kaffee. Das ist auch, hier, es gibt auch dieses, Tom Scott Video auf seinem Zweitkanal. Wo er auch so meinte, ja, ich habe einfach nie Kaffee gemocht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie Kaffee gemocht. Und dann hat er sich mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Janneke guckt den auch. Der Coffee-Meister von YouTube, keine Ahnung. Der aussieht, als wäre er irgendwie Pädagogiklehrer oder so in der 12. Klasse. Dann hat er sich ja auch mit dem hingesetzt und ne, so besprochen, okay, alles klar, das magst du nicht da dran und das sind die Dinge, die dir daran irgendwie nicht schmecken oder so. Also habe ich dir mal basierend darauf ein paar Sachen vorbereitet, die dir gefallen könnten. Das ist es eigentlich meistens. So oftmals sind es auch gewisse Dinge, die man gar nicht abkann. Es liegt halt eher daran, weil du sie nur in einer Form oder eine Version davon oder Variante konsumiert hast, die einem überhaupt nicht liegt. Beispiel, ich glaube auch ein großer Grund, warum ich gerade als
so als Kind oder auch als Jugendlicher so ein extremer Picky Eater war, lag auch daran, dass ich einfach, dass zum Beispiel, ich mochte früher kein Fleisch. Ich habe einfach Fleisch fand ich einfach widerlich, aber das lag daran, dass gerade wenn meine Mutter das früher zubereitet hat, dann hat das einfach immer wie eine, das war immer wie so eine Schuhsohle. Das war einfach so kaugummiartig, und dann so, warum soll ich das essen? Ich kau da einfach 25 Mal drauf rum, bis ich es irgendwann runtergeschluckt bekomme. Denn es ist so, boah, widerwärtig. Und als ich dann das erste Mal das richtig zubereitet gegessen habe, weißt du, am besten noch in irgendeiner, mit irgendwie so ein paar anderen Sachen zusammen oder in einer Soße oder so. Und dann war ich so, oh mein Gott, das kann man ja richtig gut machen. So ein Bratenfleisch, was super zart ist und dann noch mit irgendeiner Bratensoße drüber. So, oh mein Gott, das kann ja richtig gut sein. Kaffee einfach Lebenselixier, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Als mir meine beste Freundin erzählt hat, dass sie jetzt auch wegen Medikamenten, die sie nimmt, keinen Kaffee mehr trinken kann, da war ich auch so, boah. So, ich hoffe, du findest noch guten entkaffinierten? Decaf einfach. Einfach guten Decaf, den du trinken kannst. Da gibt's halt leider nicht so eine große Auswahl wie von richtigem Kaffee. Aber das würde mir auch einfach Arsch fehlen. Also Kaffee fände ich auch also ich würde dann einfach eine Decaf-Sachen oder so trinken da drin. Aber das würde mir echt schwer fallen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich davon irgendwie betroffen sein werde mit ADHS oder so, dass da irgendwas vorbeikommt. Koffeinfrei, danke, Janneke. Vielen Dank. James Hoffman, ja genau, James Hoffman, der Kaffeemann. Ich finde, meine Beschreibung von dem ist aber so Pädagogiklehrer in der Oberstufe. Ich finde, den Vibe hat der. Ich esse kein Fleisch, nur wegen Penicillinallergie. Uff. Oh, das tut mir leid. Ich habe aufgehört zu saufen, indem ich in einer Nacht 300 Euro... Da könntest du auch ein Speckobst-Video von kaufen mit 300 Euro. Boah. Also ich meine, ich habe auch schon mal in irgendwelchen... Also ich finde es ja schon... Mir tut das schon in der Seele weh, wenn ich ab und zu mal beispielsweise mit Simon oder so in den Pub gehe und dann 50 Euro latze oder so. Weil ich dann einfach, keine Ahnung, 8 Kilkennys oder so trinke. Und wenn dann auch irgendwie... Das Schlimme ist, du kriegst dann halt irgendwann so... Oh, jetzt will ich was essen. Und dann bist du eh schon angetrunken. Also ist deine Hemmschwelle für so... Ja, jetzt kostet das halt irgendwie 15 Euro, was zu essen zu holen. Aber okay, machst du dann mal. Und dann kriegst du nachher die Rechnung. Und das ist so an die 50 Euro. Und ich denke mir so, Alter. Und Leute machen das jedes Wochenende. Kein Wunder, ihr habt ja keine Zeit... Ich meine, meistens keine Lust für Hobbys. Aber ihr habt ja auch kein Geld mehr für Hobbys. Das ist ja, Alter, also 300 Euro, ich weiß nicht, was das, ich glaube, das meiste, was ich mal ausgegeben habe, war vielleicht in der Tour, als wir in Amsterdam waren oder so und sind dann Abend durch die ganzen Läden gezogen. Und dann bist du auch einfach mal so, ja, jetzt holen wir einfach mal für den Tisch hier die ganzen Jägerbombs, okay, alles klar, das geht jetzt auf meinen, aber ich glaube, selbst das waren an die 100 Euro oder so und das war so das Maximalste, was ich da ausgegeben habe. Ansonsten halt für irgendwelche Feiern dann, ne, wenn du Leute einlädst. Ich habe mal für einen das war das allererste Mal, dass ich in meinem Leben eine Steuerrückzahlung gekriegt habe. Und dann meinte ich so, okay, alles klar, ich habe jetzt, das war glaube ich zu meinem, wann war das? 2017. Das war zu meinem 28. Geburtstag. Und da bin ich dann auch in so eine, wir hatten eigentlich so ein gutes Lokal in der Nähe von unserer Wohnung, der damaligen Wohnung in Oberkassel. Und dann bin ich da auch hingegangen und habe einfach so ein paar Leute eingeladen und gesagt, so, hier jetzt, ich glaube, ich habe nur Getränke gemacht. Ich glaube, Essen habe ich gesagt, okay, Essen zahlt ihr selber, aber alle Getränke sind auf mich. Ich glaube, andersrum hätte ich nachher weniger ausgegeben. Weil irgendjemand dann tatsächlich, ich habe in meinen Geburtstag reingefeiert
Und ein Kumpel war dann so um Mitternacht, hat dann so den Kellner, dem Kellner Bescheid gesagt, ja, machen Sie mal für den ganzen Tisch hier kurze. Und das war alleine die Aktion, hat dann irgendwie 80 Euro oder so, 80 oder 100 Euro gekostet. Okay, wo ist noch ein, wo ist hier noch irgendwas, ist hier noch ein Ding, wo ich dran gehen kann? Und da habe ich dann, glaube ich, 300 irgendwas Euro gezahlt für den ganzen, aber das waren halt wirklich für so 15 Leute, glaube ich. Für 15 Leute den ganzen Abend die Getränke. Und das war, wie gesagt, ich habe da die Steuerrückzahlung, das war, glaube ich, so in 2017 Steuerrückzahlung von irgendwie 1500 Euro oder so. Und dann war ich, okay, komm, jetzt lasse ich auch mal, dann lasse ich auch mein Umfeld daran teilhaben. Ich übersehe doch, also irgendwas muss ich doch gerade übersehen. Das wäre so eine Tür in Fallout. Weißt du, wo du so alles ist kaputtgeschossen nebenher und dann hier die Tür könntest du einfach durchsteigen und dann ist das Schloss so Expert-Level und du kommst nicht durch. Und hier ist ein Exit-Schild drauf, aber die Tür ist nicht auf. Und ich sehe leider keins von diesen Terminals. Warte mal, ich gehe nochmal hier in Ruhe rum. Ich kann halt noch alle Computer oder so kaputt machen. Ach, oh mein Gott, da ist es. Oh. Ich war so auf die Cola fixiert. Es tut mir leid. Das Einzige, was ich gesehen habe, war der Cola-Strang. Ach, da hinten ist noch so ein Motherfucker, der mich beschießt. Kein Wunder, dass ich nichts getroffen habe. Muss jedes Mal Uso. Uso ist aber auch etwas, das. Da bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Das ist so etwas. Das nehme ich dann als so Verdauungsschnaps nach dem Essen. Aber jetzt nichts, was ich generell irgendwie gerne trinken würde. Aber ich habe jetzt auch noch nie wirklich, also ich habe jetzt auch keinen, da kann es halt auch wieder sein, dass ich einfach nur nicht den richtigen oder so getrunken habe. Weil die einzige Form, wo ich halt Uso getrunken habe, ist halt in irgendwelchen Restaurants oder so. Oder halt im Türkei-Urlaub, wo das überall war, im Hotel. Wie reagierst du auf Monster Energy? Auf jeden Fall nicht mit Spritzgulasch. Ich habe eigentlich nichts, worauf ich konstant mit Spritzgulasch reagiere. Das Einzige, was halt die Verdauung extrem anregt, also natürlich neben Kaffee, ist fettiges Essen. Aber das ist so ein... Das ist also ein Case-by-Case-Ding. Also manchmal esse ich eine Pizza und ich bin so, okay, alles klar, ich muss mal kurz auf Toilette. Da wird ein bisschen was angeregt. Und manchmal kann ich mir einfach so, weißt du, ich könnte einfach, ich meine, ich hab mal literally einen Kölschglas Mayonnaise gegessen für eine Wette, mit der ich 2 Bierkästen gewonnen habe. Und da ist nichts passiert? Keine Ahnung. Umeshu. Ich habe, glaube ich, nur ein oder zweimal getrunken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das schmeckt. Aber japanischer Alkohol ist auch so. Das ist auch so Hit or Miss, was du da bekommst, tatsächlich. Ich war eher Fan von dem. Ach, wie heißt noch das? Das ist aber nicht japanisch. Das ist dieses koreanische Mixgetränk. Oh Gott, wie heißt es noch? Weißt du, so die koreanische Form von Alkopops. Das war eigentlich ganz geil. Aber zum Beispiel auch so, ich mag japanisches Bier, aber japanisches Bier ist halt wirklich so, das ist so Kinderbier. Das ist halt wirklich wie Wasser. Ich weiß auch noch, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin, ich habe keinen Alkohol mehr vertragen. Ich bin aus Japan zurückgekommen und ich habe so... Ich war beim Kumpel zu Besuch und hab dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen Frühkölsch getrunken. Und ich war so, Alter, das ist aber... Auch schon im Geschmack war ich einfach, das ist so hart.
Weil japanisches Bier einfach wirklich, das ist wie Wasser. So japanisches Bier, das ist das, was du auf irgendwelchen Feiern, ne, wenn's irgendwie, keine Ahnung, so in Köln früher, wenn du in die Live-Music-Hall gegangen bist, dann hatten die da Freibier für 2 Stunden. So das, was du dort bekommen hast. Einfach so mit Wasser runtergesetzt. So schmeckt japanisches Bier die meiste Zeit. Also hat auch dann weniger Alkoholgehalt und so. Und da gewöhnst du dich nach einer Zeit dran. Ich weiß auch noch, als ich mal 3 Wochen in Russland im Urlaub war, dann habe ich die ganze Zeit so russisches und dänisches? Finnisches war hauptsächlich, was sie da hatten. So finnisches Starkbier getrunken. Und so das reicht wirklich so 2-3 Wochen, du gewöhnst dich dran. Wenn du so Starkbier, was wirklich so 10-12% hat. Also beim ersten Mal, wenn du das trinkst, denkst du wirklich, das ist einfach flüssiges Schwarzbrot so ein bisschen. Und nach so 2-3 Tagen gewöhnt man sich ein bisschen dran. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen nach den 3 Wochen und habe auch das erste Mal wieder so deutsches Bier getrunken und war so, was ist das? Ist da überhaupt Alkohol drin? Hast du mir gerade Wasser gegeben? Das war auch so ähnlich mit scharfem Essen. Wenn du in Japan bist und da steht irgendwo scharf drauf, das ist einfach süß. So, Japaner sind wirklich das, also was Schärfe betrifft, die sind das Gegenteil von den Südkoreanern. So, ich meine, so Südkorea ist nicht so ganz indisches Level, aber wenn du in Südkorea bist und da steht irgendwo scharf drauf, dann das ist eine Warnung. So, akzeptier das. Nimm das ernst. Wenn in Japan irgendwo scharf draufsteht, kannst du einfach ignorieren. Da gibt's keine Schärfe. Die kennen das Konzept gar nicht. Die haben zwar ein separates Wort dafür. Für halt die Form von Schärfe, aber... Kann ich die... Weil ich kann die doch nicht kaputt machen, die Dinger hier, ne? Nee, das sind keine Hindernisse. Also muss ich... Oder habe ich hier in dem Raum wieder irgendwas übersehen? Nee. Das war nämlich auch, als ich dann nach dem Japan-Jahr wieder zurückgegangen bin. Alter, ich habe irgendwie so eine... Keine Ahnung, ich habe eine Currywurst gegessen und ich war so, boah, Alter. Puh, also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob meine Geschmacksknospen das aushalten. Starke Mayonnaise, ja. Vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören, dass das schlechteste Wortspiel ist, was du jemals gehört hast. Genau den Anspruch habe ich auch an mich selber. Ich möchte, dass Leute diese Titel bekommen und sich selber dafür schämen, wenn sie drüber lachen. Das ist mein Ansporn. Dass Leute einfach Fremdscham entwickeln, wenn sie diese Titel lesen. Deswegen, ich sehe das auch als Kompliment an. Ja! Boah, ich kann diesen Level nicht mehr sehen. Stell dir mal vor, das Ding wäre eine Stunde lang. Stell dir einfach mal vor, das Ding wäre eine Stunde lang. Das könnte so gut sein. Und dann ist es einfach, nein, unser Spiel muss... Wir haben leider nur Budget für 4 Level, aber unser Spiel muss 6 Stunden lang sein. Ja, was machen wir denn da? Ja, Copy-Paste, Baby. Einfach den Klassiker. Control-C, Control-V. Das alte Industriegeheimnis. Okay, ich glaube, da drüben ist jetzt die Tür auf. Ich glaube, durch die bin ich noch nicht durchgegangen. Warte mal, steht da Area 51 drauf? Ach nee, es ist Door 51, okay. Aber hier war ich doch auch drin. Hier habe ich doch auch alles kaputt gemacht. Aber bin ich nicht gerade eben aus der anderen Tür hier rausgekommen? Weil damit bin ich doch hochgegangen. Oder, oh nein, die Glastür. Könnte die auf sein?
Nee, da komme ich gar nicht hin. Aber ich kann jetzt hier durch und dann ist links auf. Ah. Ah. Okay, okay. Wir verstehen uns. Apropos Spritzgulasch, ich habe gefühlt ein halbes Kilo Haribo gegessen. Ich hoffe nicht die, nicht die ohne Zucker. Das ist immer noch, also das ist wirklich, wenn du den Schrecken Gottes irgendwie in eine Person reinversetzen möchtest, dann muss man sich einfach nur mal das LA Beast Video angucken, wo er das Kilo Haribo mit, hier, ne, was, mit Süßstoff reingeballert wird. Weil das Zeug, was da drin ist, ab einer gewissen Menge halt abführend wirkt. Und einfach wirklich die Geräusche, weil denn, also er zeigt sich nicht auf dem Klo, aber du hast noch die Audio davon. Und das ist wirklich, also das sind so Geräusche, wenn du das einem viktorianischen Kind zeigst, das würde einfach instant explodieren. Und zeigt uns den guten Fetisch da. Das ist einfach nur LA Beast Klassiker. Obwohl mein Lieblingsvideo ist das, wo er, also ich meine, das meistgesehen ist, glaube ich, das Crystal Pepsi Ding, wo er es direkt wieder auskotzt. Aber das ist auch, das, ich muss auch sagen, das ist auch einfach ein gutes Video. Vor allem, weil es, ich finde so, wenn du so mit die Kotzvideos mit so Flüssigkeiten hast, das ist halt wesentlich weniger eklig. Vor allem, weil es einfach wirklich in so einem Strahl rauskommt, als wäre es ein Powerwash Simulator Cosplay. Als würde er einfach versuchen, mit seinem Körper den Drive-Thru vorne irgendwie zu reinigen. Weil das einfach mit so einer Force wieder rausgeschossen kommt, dass es halt wirklich lustig aussieht. Aber mein Lieblingsvideo ist das, wo er irgend so ein Experiment versucht und seine, ne, diesen, diese Knicktaschen, ich weiß nicht mehr, was der offizielle Name ist, die im Winter einfach in die Jackentasche reinpackst, ne? Die dann warm werden. Und da gibt's dann irgend so ein Experiment, was er nachgemacht hat, wo du das Zeug quasi selber herstellst und er dann seine Hand da reinlegt. Und eigentlich soll das irgendwie so funktionieren, dass dann wirklich nur die Reaktion erfolgt und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was der wirkliche Versuch war. Aber auf jeden Fall, er packt die Hand da rein. Du siehst, wie sich so diese Kristalle bilden. Und scheinbar verbrennt sofort seine gesamte Haut. Das heißt, er packt seine Hand in dieses Glas rein und fängt sofort an zu schreien. Und das ist hervorragend. Das ist wirklich, das ist so geil. I have to go to the hospital. Oh. Handwärmer, das ist es, genau. Mickey, danke, Handwärmer. Sandwich, vielen Dank für das Abo. Guten Abend übrigens. Ja, es hat einen krasseren Magen, aber einfach die Geräusche hast du, glaube ich, nicht gehört. Das ist halt wirklich, wenn du so ein Geräusch vom Klo hörst, dann weißt du, da stirbt gerade jemand legit. This tastes like dirt cigars. Was? Aus welchem Video ist das? LA Beast Legende einfach, ja. Ich gucke auch zwischendurch immer noch mal die Videos, die er macht, weil natürlich, der Mann ist ja, glaube ich, mittlerweile auch an die 40 oder so. Das kannst du irgendwann nicht mehr bringen, diese ganzen, ne, also LA Beast, das ist so eine, das kannst du in deinen 20ern machen, diese Phase. Auch das Video, wo er die Kakteen isst. Bro. Oder wo er irgendwie so fermentierte Milch oder so einen kompletten, so einen halben, nee, was ist das, glaube ich, wirklich so ein Gallon. Was ist eine Gallon nochmal? Das sind irgendwie 2-3 Liter oder so, ne? Dann irgendwie rein trinkt und du hast dann wirklich diese ganzen Stückchen. Als wäre das einfach schon so, wenn die Milch sich schon so zu Joghurt verwandelt hat. Oh, was ist denn da passiert? Oh, meine PS2 ist ausgegangen. Das ist nicht gut. Meine PS2 ist ausgegangen. Was ist denn da los? What? Das ist nicht gut.
never happened before. Pass grad mal wieder an. Die war halt jetzt, die war irgendwie jetzt auf Standby. Ich hatte die vor einer Zeit lang modifizieren lassen. Da ist jetzt ein PixelFX-Chip drin. Ich hab keine Ahnung. Also ich kenne das halt, wenn ein Spiel nicht mehr gelesen werden kann oder so ein Kram. Aber das war jetzt kein, Disk-Read-Error. Das war halt wirklich, die war jetzt im Standby gerade. Einfach so von jetzt auf gleich. Vielleicht war es auch so. Das Problem ist jetzt, ich weiß halt nicht, wie gespeichert wird. Ne, es ist eben ein altes PS2-Spiel. Ich weiß, dass es meinen Save gibt, aber ich weiß jetzt nicht, ob der zwischen den Missionen gespeichert hat. Vor allem, weil ich halt relativ weit in der Mission war. Ich habe nur das Sprite-Video gesehen, das hat mir gereicht. Das Sprite-Video ist hervorragend. Gucken wir jetzt mal, wo der... Ich hoffe, der hat zwischen... Ich meine, der hat eigentlich zwischen den Stages gespeichert. Dann guten Hunger noch. Den ganzen Spaß nochmal. Ich meine, an sich, das Spiel ist so repetitiv, dass es kaum auffällt. Mit Blast Games wäre das nicht passiert. Ja, Alter, Bombe. Also ich habe ja von dir schon Spiele reingelegt, die sehen wirklich aus wie mit Schmirgelpapier bearbeitet. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass mein... Deswegen, ich hoffe nicht, dass da irgendwas an der... Aber das ist halt... Das ist professionell gemoddet worden und ansonsten lief das auch komplett normal. Deswegen, ich weiß jetzt nicht... Ich meine, es ist ein gebranntes Spiel, was gerade drin ist, aber nee, das hat auch noch nie Probleme gemacht. Deswegen, weil normalerweise, ne, wenn es an der Disk oder an dem Laser liegt, dann sollte es eigentlich einen Disk-Read-Error geben. Und nicht irgendwie so, ich gehe in den Standby-Modus nach 2 Stunden. Okay, wir sind zumindest bei Mission 2. Oh nein. Oh nein, oh nein, der speichert aber nicht innerhalb der Mission. Oh oh. Rock talk. Oh oh. Oh oh. Es gibt einen Level Select Sheet für Notfall. Okay, warte, lass mal kurz gucken. Game FAQs. Boss Mode. Okay, warte, dann gehen wir mal kurz rein. Ah, da ist Level Select, okay. Enter the following sheets at the title screen when press start button appears. Okay, komme ich da jetzt wieder zurück zu dem Title Screen? Das ist die Frage. Oh, ich kann auch Z freischalten. Man in Black 2 Level Escape. Okay, ich muss. Kann ich wieder so zurückgehen? Von Infrograms Melbourne House. Adam Lenkmann. Mark Kumbers. Holger Liebnitz. Oh, Mark Morrison, das ist auch so ein Stan Lee-Name. Obwohl, mein Name ist auch ein Stan Lee-Name. Nee, sonst muss ich gerade nochmal tatsächlich neu starten. Nee, da muss ich gerade nochmal... Da muss ich die PS2 tatsächlich nochmal resetten. Ich hab da aber auch echt Angst vor. Bei keiner Konsole habe ich einfach so Angst vor, dass sie mir kaputt geht, wie bei der PS2. So, bei allen anderen Systemen, die ich habe, da bin ich so, okay, das wäre scheiße, aber ist okay. Ist okay, kann man was machen.
Aber bei der ist halt wirklich, ne, dieses Infinity V 1.2, da ist halt ein 20 Jahre alter Modchip noch drin, plus da ist jetzt auch noch ein PixelFX-Ding drin, plus es ist eine fette, die auch modifiziert ist. Das ist so, das nochmal in ein anderes System irgendwie alles reinzupacken. Uffi. Nimm am besten Tommy Lee, der hat andere Waffen. Was ist denn ich habe auch einen Cheatcode, mit dem ich Z freischalten kann. Okay, dann gucken wir mal. Dann guck mal, dass es funktioniert. Zum Glück musst du keine Starttaste drücken bei den Cheats. Das heißt, das wäre jetzt nämlich scheiße, wenn du es nur einmal ausprobieren kannst. Developed by Melbourne House, das klingt wie so ein Influencer-Haus. Okay, Level Select. Was ist R? Ist das R1? Oder ist es Right? Nee, das Y, was? Ich bin ja bei Game FAQ. Oh nein. Oh nein, das sind die Level. Oh, das sind die Level Sheets. Das ist der Level Sheet für die GameCube-Version. Die PlayStation-Version ist nicht drauf. Okay, ich muss ich mal versuchen, dass ich die. X ist ja dann. Okay, müssen wir mal. Y, left, B, X wäre hier, L, left, up, A, down, L, X. Aber das ist Demo-Mode, das ist vielleicht was anderes als der normale Startbildschirm, aber es kann sein, wenn ich jetzt den normalen Startbildschirm, nee, jetzt hier drauf, okay. Dann, das war jetzt schon wieder, ich habe jetzt wieder X mit dem A, okay. Y wäre hier, left da, B wäre hier, X wäre hier, L, left up, A wäre hier, down, L, X. Nee, ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich den PS2-Cheatcode dafür finde. Ich meine, ich kann mal das. Oh, das ist doch zum Kotzen. Level Select Cheat. Guck einfach bei Mogel Power. Ne, wir machen jetzt hier. Warum ist das auch. IGN hat auch nur die GameCube-Fassung. Ah, hier, da haben wir es. Da haben wir es, PlayStation 2. Das Problem ist, ich habe die NTSC-Version und teilweise hast du unterschiedliche Cheatcodes zwischen NTSC und PAL-Fassungen. Und das heißt, ich will dann eine Seite benutzen, bei der ich sicher gehen kann, dass es die NTSC-Version auch ist. Okay, dann gucken wir mal. Unlock Level Select, okay. R2, Triangle, Left. Circle, Square, L2, Left, Up, X, Down. Okay, da muss ich auf dem anderen Bildschirm eingeben. R2, Triangle, Left, Circle, Square, L2, Left, Up, X, Down, L2, Square. Das scheint jetzt funktioniert zu haben. Lass mal gucken. Wie gesagt, hier gab es noch den. Kann ich das auch machen? Das heißt, wir den pressed left. X down. Der scheint nicht zu funktionieren. Ich meine, ich kann es nochmal machen, aber. Aber Level Select sollte ich jetzt haben. Mach einmal Konami Code.
Wieso habe ich französische Werbung auf Björns Kanal? Ich weiß es nicht. Ich weiß, die Werbung sollte ja eigentlich basierend auf eurem Account und Nutzungsverhalten angegeben werden. Weiß ich ja nicht. Das ist aber nicht der Konami-Code. Up, up, down, down, left, right, BA start. Establishing Connections. Muss ja nicht immer mit dem Alien-Internet verbinden. Gehen wir direkt einfach in die Final Mission rein. Ich bin mal gespannt, ob die restlichen Missionen einfach auch nur alles... Okay, dann machen wir mal Kay, der hat andere Waffen. Global Inc. NY Street... Warum ist das ein Apfel? Wegen Big Apple? VSS Maximus... Securitus. Ich weiß, dass es Security ist, aber es sieht aus dadurch, als ob das kein Buchstabe wäre an der Stelle. Okay, gehen wir mal bei Global Inc. rein. Gucken wir uns das mal an. Aliens nutzen auch Vodafone RIP, ja. Deswegen hat das mit der Invasion auch nicht geklappt. Alter, ich bin so brain broke. Ich habe einfach zuerst nur Trump Nuke Shutdown Scandal gelesen. The station was also powering this, a Class 7 Ozone Demographer. Nicht der Class 7 Ozone Demographer. Jara was using such a device to siphon. No, not that one. Market. He uses a company called Global Incorporated as a legitimate front. I think it's time to bring him in. Continue, repeat. Ich möchte gerne nochmal die Intro-Cutscene sehen. Immer und immer wieder. Ich möchte nur Intro-Cutscenes sehen, ab sofort, bitte. Warum Spiele spielen, wenn ich auch Intro-Cutscenes gucken kann? Hm? Explain that, Atheist. Das ist so, ich möchte ein PS2-Spiel spielen. Ich auch. PS2-Ladezeiten. Wir laufen die diversen Podcasts und dann eigene Patreon-Projekte. Alles im Ich meine, Patreon kann jeder nachsehen, wie es läuft. Die Werte sind öffentlich verfügbar. Die Podcast-Sachen laufen eigentlich ziemlich. Ich bin überrascht, wie gut der Speckcast läuft tatsächlich. Da hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass der von Anfang an direkt so gut laufen würde. Weil das für mich halt so, ja okay, ich laber halt, ich meine okay, meine ganzen Videos sind doch nur, ich laber halt alleine. Aber eben nicht für 3 oder 4 Stunden am Stück. Aber da war ich wirklich, ich hatte gedacht, da müsste ich mir viel länger irgendwas aufbauen, aber das war eigentlich schon so... Seit der ersten Episode lief das eigentlich ziemlich gut. Deswegen, weil ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht, dass wenn ich jetzt weil der hauptsächliche Grund dafür, den Podcast zu machen, war eigentlich nur, damit ich meine ganzen Review-Codes, Pressemuster einfacher unterbringen kann und nicht irgendwie das Druckgefühl habe, jedes Mal ein Video machen zu müssen dafür. Einfach, weil es auch teilweise Spiele sind, oh, die würde ich mir gerne mal ansehen, aber... darüber ein Video zu machen, lohnt sich dann eben nicht immer. Na, wenn das halt so ein Beitrag ist, der nicht mal irgendwie auf 2000 Views draufkommt, dann ist es ziemlich vertane Lebensmühe und das mache ich dann eigentlich auch nur für Spiele, bei denen ich dann sage, okay, die sind so gut, da müssen Leute drauf aufmerksam gemacht werden und selbst wenn es nur 1500 Leute oder so sehen sollten, dann ist es besser als nichts. Ja, dann habe ich im Notfall zumindest irgendwie ein paar Leuten ein Spiel gezeigt, was sie ansonsten nicht kennen würden. Aber die Sache ist, den Podcast hören dann mehr Leute, sogar, wenn ich das,
Wenn ich mich auch denke, so, ja, jetzt redet ihr über das Spiel nur im Podcast und nicht irgendwie in dem, zeigt es nicht in dem Video. Aber die Sache ist, dass dann gerade bei solchen kleineren Projekten der Podcast dann mittlerweile schon von mehr Leuten gehört wird, als sich das Personen im Video irgendwie ansehen. Ja, aber ich hatte mir halt am Anfang so ein bisschen Sorgen gemacht, dass wenn Leute nachfragen, ja, von wie viele Zuhörer hast du denn da eigentlich überhaupt so? Und dann denke ich mir, okay. Na, ja, das ist dann irgendwie so, ja, dafür schicken wir aber keine Codes mehr rüber. Aber die Sorge ist auf jeden Fall jetzt weg. Kann eigentlich Agent K auch backflips? I guess it's true, white man can jump. Der scheint irgendwie, also der Backflip funktioniert zumindest nicht. Ah doch, da, okay, alles klar. Ja. Woo! Thank you. Sascha, vielen Dank für das Prime Abo, vielen Dank. Wie geht's lang? Hier geht's lang. Alter, die Musik wieder am Ballern. Oh, ich liebe Max Payne 2. Ich meine, so sieht das, also mit... So wie Agent K aussieht, könnte das auch tatsächlich irgendwie so ein, weißt du, so eine Asylum-Version von Max Payne 2 sein. Ich glaube nur, er hat sein Leben zu sehr im Griff dafür. Ich liebe das Bild oben links aber auch. Das könnte aber auch so Sam Lake Cosplay sein, das Bild oben links tatsächlich. Würde auch passen. Jetzt gehen die ganzen Explosionseffekte los. Jetzt wird die Framerate in die Knie gezwungen. Dafür wurde die. Kein Wunder, dass die PS2 abgestürzt ist eben. Die war einfach so, nee, Alter, das kann ich nicht rendern. Ich weiß, was da gleich kommt. Ja, diese Arcade-Quest, genau, das hat mir auch Leute in den Kommentaren gesagt, das, was wohl die richtigen Tutorials haben soll, ist diese Arcade-Quest, wo ich nämlich normalerweise auch komplett umgekehrt dran denken würde, weil ein Arcade-Ding ist für mich halt dieses kurze, kleine, wo ich einfach mit wenig möglich, ne, so wenig Leerlauf oder Pausen oder Erklärungen, wie es nur geht, durchkomme, und der Story-Mode sollte ja eigentlich das sein, wo du, okay, hier sind die Kämpfe drauf ausgelegt, die auch Dinge beizubringen. Oder zumindest sollte dann, wenn du auf Singleplayer-Inhalte gehst, irgendwie der Scheiß, wo dir tatsächlich das Spiel mehr beigebracht wird, dann zuerst auftauchen. Aber das Oberste, wenn du es eben anmachst, dann ist es so, hier, Tekken Story. Ich war so, ja, okay, alles klar. Da hatte ich mich halt wirklich gewundert, dafür, dass das so ein Story-Modus ist, wie dir das Spiel teilweise auf die Fresse geben kann. Und als Alternative haben sie dann diesen, ja, du kannst aber auch auf den, das Spiel spielt sich selber Modus stellen. Wo ich mir dann denke, ja, okay, toll, aber das ist ja dann auch nichts. Also wenn ich darauf umstelle, dann habe ich dieselben zwei Kombos, die ich machen kann. Hervorragend. So, wen ist denn damit? Oh ja, nee, es ist wieder ausgegangen. Okay, ja. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, meine PS2 wurde beim Umbau nicht irgendwie geschrotet. Ich hoffe, das liegt jetzt nur an dem Spiel. Weil nicht irgendwie daran, dass die Konsole irgendwie... Bye.
dabei. Ich muss jetzt nochmal mit einer anderen Stage. Das muss ich nachher mal in Ruhe irgendwie andere Titel oder so testen, weil das ist tatsächlich noch nie vorgekommen. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert mit irgendwas. So, ich hoffe, es liegt einfach nur an dem Titel jetzt irgendwie. Oder der Tatsache, dass die PS2 mit der gebrannten Version irgendwie gerade nicht zurechtkommt. Weil wenn jetzt tatsächlich irgendwie durch den Umbau was kaputt gegangen ist da dran, wäre relativ ungeil. Normalerweise lasse ich meine PS2 umbauen, um irgendwas zu verbessern. Und nicht um die Konsole zu schroten. Weil jetzt war es auch deutlich schneller, ne? Beim ersten Mal waren es eben so 2 Stunden. Und deswegen dachte ich vielleicht, okay, keine Ahnung, ist irgendwie was zu warm gelaufen oder so? Ist da irgendwie ein Problem? Aber die Konsole selber ist eiskalt. Und wie gesagt, die Lüfter, und das hatte ich nochmal alles nochmal überprüft, die sind halt auch komplett frei. Ich hoffe, ich habe jetzt immer noch Level Select zur Auswahl. Ansonsten müsste ich nochmal neu starten und wieder den Code eingeben. Wir könnten ja einen Testlauf mit Garfield machen. Ich würde, glaube ich, den Testlauf, wenn mit irgendwas machen, wo die Disk auch bereinigt ist. Ich meine, ja, es ist halt. Pixel FS, der Gem-Chip von denen für besseres Videosignal. Der ist dafür da, dass du manche 480i-Spiele auf 480p forcieren kannst. Dann kriegst du halt wirklich einen. Du kriegst halt das sauberste Bildsignal aus der Konsole, was du haben kannst. Was halt gerade in Verbindung mit einem Retro-Tink, ich meine, das ist jetzt nur noch der. Ist jetzt eh nicht so, als ob ich in den Streams irgendwie 4K-Signal zeigen könnte. Aber selbst mit dem normalen Retro-Tink 5X sieht das halt schon hervorragend aus, das Bildmaterial. Nope! Ich muss halt das mit irgendeiner Disk mal, einer alten oder so von mir versuchen, mit der ich weiß, dass es funktioniert. Nein, das Bild ist weg, weil ich die Konsole neu gestartet habe. Ich muss die Konsole neu starten, weil um in den Level Select freischalten zu können. Oh, jetzt kann die Disk nicht gelesen werden. Oh, ich hasse es! Ich kann es kaum abwarten, bis wir irgendeine ODI-Lösung für die PS2 bekommen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist bei dem Gerät. Ich habe keine Ahnung, was das Problem bei der PlayStation 2 ist, dass es dafür als einzige Konsole. Weil das ist wirklich das einzige Gerät, für das es keine Lösung gibt, wirklich. Ne, weil alles, was Cartridge-basiert ist, kannst du irgendwie ein Everdrive oder so drauf ballern. Und ansonsten, eigentlich jede Disk-Based-Konsole hat irgendeine ODI-Lösung oder zumindest irgendeine Festplattenlösung. Und ja, ich weiß, es gibt eine Festplattenlösung für die PS2, aber die ist nicht 100%. Die ist nicht mal ansatzweise 100%. Das heißt, gerade die PS2, gerade so das System, was so eigentlich die beste Bibliothek hat, ist das Gerät, wo es gibt keine ultimative Lösung dafür. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist, du kannst eine Verbindung haben aus OPL und alle Spiele, die nicht gut laufen, dass du sie dir physisch kaufst. Das ist so die beste Lösung, die du machen kannst. Deswegen, ich habe eine Konsole mit Modchip, aber scheinbar gibt es da jetzt zumindest bei dem Spiel hier die. Ich hatte vorher noch nie Probleme mit irgendwelchen gebrannten Titeln, aber. Kann sein. Ich hoffe mal zumindest, dass es daran liegt, weil alles andere wäre halt beschissen, ne?
Oh fuck, nein, jetzt habe ich. Oh nein, 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 warte, kann ich nochmal zurückgehen? Nein, warum habe ich den. Oh. Und nochmal neu starten. Jetzt kann wahrscheinlich wieder die Disk nicht gelesen werden. Oh. Ich verstehe auch nicht, warum haben die nicht einfach einen Level-Cheat-Ding eingebaut oder irgendwie in die Menüs. Warum muss das beim Startbildschirm sein, den du nicht mehr hervorbringen kannst, außer du startest die Konsole neu? Das ist doch dumm. Ja, das ist wirklich Roguelike-Erfahrung, ja. Also okay, Björn, jetzt denken wir dran, wir drücken jetzt nicht Start. Jetzt nicht Start drücken, sondern den Level Select eingeben. So, gut, dass ich die Seite noch hier gerade auf hatte. Okay, so, dann. Hervorragend, das hat funktioniert. Jetzt kann ich das Ganze laden. Der PS2-Start ist auch wirklich super. Und das Beste war eh, als ich rausgefunden habe, dass die Anzahl der Balken in dieser Intro-Sequenz, ne, da kommen ja so aus dem Nichts, aus dem Äther, kommen ja so riesige so Monolith-Balken raus, dass die Anzahl davon bestimmt ist von der Memory Card. Das heißt, wenn du mehr Spiele mehr Speicherstände auf der Karte hast, desto mehr von diesen Monolithen werden dir angezeigt im Intro. Das ist so geil. Yo, Knöbel, was geht? Ich hab gerade passenderweise die Newsmeldung von dir gesehen, dass wir jetzt eine Confirmation haben, dass die finalen Verkaufszahlen der PS2 160 Millionen sind. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Da muss ich die Switch nochmal ein bisschen anstrengen. Aber ich finde, Nintendo hätte easy die 160 Millionen knacken können, wenn sie einfach mehr Farben angeboten hätten. Das wär ein easy Win gewesen. Die hätten einfach den Vita-PSP-Move machen müssen. Die PSP hat sich auch, ich würde sagen, 20% der Verkaufszahlen von der PSP liegen einfach nur an Leuten, die sich noch weitere Modelle geholt haben. Hätten sie einfach mal eine durchsichtige Switch rausgebracht. Einfach so den N64-Move. Das wäre, das, da hätten sie jetzt, da hätten sie schon easy die 160 Millionen geklankt. While you were busy losing John, ich shitposte jetzt weniger, warum das denn? Ich kann mir nicht, oder hast du durch den Kingdom Hearts Tweet so viele Sachen verloren? So viele Follower verloren gestern? Jara is our only lead. Fortunately, we've had several street sightings, so we've evacuated the relevant. Ja, das sogar gut funktioniert. Find Jara and you'll find Zarnak. 20, lol. Oh. Was für Babys. Aber wenn ich mir ansehe, hat er aber von den ganzen Tweets aus den letzten zwei Tagen am besten funktioniert, zumindest was die Viewzahlen betrifft. Obwohl der beste Post war von fucking Randy. Magic tricks intensify. Wanna see $800 million disappear. Das ist aber auch einfach geil. Gearbox einfach für den Drittel des gekauften Wertes wieder zu verkaufen. Das ist bitter. Das ist fucking bitter. Ich hab nur. Ja, Bombe, exakt. Ja, Bombe hat null Respekt für Shitposter. Jetzt kommt der richtige Max Payne Level. Aber es kommen zumindest neue Gegnertypen. Erstmal Backflip machen. When in doubt, Backflip.
Ne, das, deswegen, beim MIB dürfen nur Leute dran teilnehmen, die einen Backflip auch machen können. Dieses ganze andere Prozedere, was da stattfindet, das ist alles nur Schall und Rauch. Das ist nur dafür da, damit das irgendwie ein bisschen sorgsamer wirkt. So, ja, Intelligenztest, ja, irgendwelche anderen Dinge, das kommt nur... Ja, nein, das war's, okay. Ich werde mal irgendwas anderes in die PS2 jetzt gerade einlegen. Das Ding kann ich nicht mehr spielen, es tut mir leid. Was wollen wir machen?